Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute unboxen wir ein 3DS-Spiel, was mir freundlicherweise Nintendo zur Verfügung gestellt hat. Vielen Dank nochmal an Nintendo und an den Mitarbeiter von Nintendo, Andreas, dass ihr mir das Spiel geschickt habt. Plus dem Artbook. Ich wusste gar nicht, dass es da ein Artbook gibt, per Zufall gesehen und dann habe ich es bekommen. Und ja, finde ich klasse. Hier ist einmal das Artbook. Da gucken wir gleich mal rein. Und dann natürlich das Spiel. Fire Emblem ist am 19.04. für den 3DS erschienen. Und in der USA war es zeitweise so vergriffen, dass viele sich das Spiel runtergeladen haben. Und in Japan ist die Serie sowieso sehr beliebt. Es gibt einen Teil für die Nintendo Wii in Deutschland, für den 3DS, für den DS, für den GameCube und zwei Teile für den Game Boy Advance. Einen hatte ich mal, den habe ich leider verkauft. Die anderen habe ich alle. Und ja, der neueste Teil ist Fire Emblem Awakening. Hat deutsche Bildschirmtexte, was ich sehr löblich finde. Und ich glaube, englische Sprachausgabe. Ist ein Rundenstrategiespiel mit Rollenspielelementen, also ein Strategie-Rollenspiel-Mix, wie es in Japan sehr oft vertreten ist. Und ja, kannst du den Lauf der Geschichte ändern? Du erwachst in einem fremden Land auf mysteriöse Weise, deine Erinnerungen beraubt. Der Mann, der dich findet, ist Kronprinz von Ulysse und Beschützer seines Volkes. Du schließt dich seiner Gruppe treuer Hirten an und findest dich schon bald inmitten einer Schlacht epischer Ausmaßen zwischen dem Wümgöttingen Naga und dem Drachen, der Dämonendrachen Gima wieder. Das Schicksal der Welt steht auf Messerschneide. Ja, das Besondere am Fire Emblem ist eben, wenn ein Charakter in der Schlacht stirbt, wenn man nicht aufgepasst hat, dann ist der auch eigentlich tot. Aber ich glaube, in diesem Teil gibt es einen neuen Modus, dass das, wenn einer von deinen Figuren gestorben ist, dass man den dann im Feldlager wiederfindet. Und das ist das erste Mal in Fire Emblem. Eigentlich sind solche Spielfiguren dann immer tot gewesen in der Reihe. Aber ich denke, weil es so schwer war, haben es dann leichter auch eingebaut, also einen leichteren Modus, dass sie dann nicht tot sind. Es sei denn natürlich, in der Sequenz stirbt die Figur. So, machen wir das mal auf. Hier ist die Cartridge in so einem Grau, schlicht, ab 12 Jahren ist das Spiel. Dann haben wir hier die Hinweise, die stelle ich jetzt nicht vor. Die Anleitung, leider nur ein Flyer. Ich würde mich freuen, wenn Nintendo wieder richtige Anleitungen machen würde. Gerade bei so einem Spiel wäre das super gewesen, aber besser als bei anderen Herstellern, wo nur ein weißes Papier ist. Und es duftet gut. Es riecht herrlich. Ja, neu bei Fire Emblem Awakening ist auch, glaube ich, dass man... Ich erzähle erstmal hiervon. Also New Super Mario Bros. 2 muss ich mir noch kaufen. Paper Mario Stickers muss ich mir auch noch kaufen. Super Mario Land 3D muss ich mir auch noch kaufen. Mario Kart 7 habe ich, finde ich gut. Mario Tennis muss ich mir noch kaufen. Mario Sonic würde ich mir eher nochmal für die Wii holen. Luigi's Mansion 2 habe ich, ist grandios. Professor Layton werde ich mir bald kaufen. Zelda muss ich mir noch kaufen. Kick Icarus muss ich mir leider noch kaufen. Skibblenauts, das hat mich mal interessiert. Also vielleicht hole ich mir das sogar noch. Ich finde das eigentlich ganz interessant. Monster Hunter 3 werde ich mir kaufen. Castlevania werde ich mir auch auf jeden Fall noch kaufen. Das ist jetzt nichts für mich. Das ist auch weniger. Und ja, für die Nintendo 3DS kommen ja dieses Jahr viele tolle Spiele. Ein neues Zelda, Yoshi Island 3, dieses Rollenspiel Bravely Fiends. Ich weiß nicht, wie das heißt, da freue ich mich auch drauf. Ja, das war das Spiel. Auf jeden Fall, wie gesagt, im Spiel, da kann man jetzt, ich weiß nicht, ob ich es eben gesagt habe, ich bin gerade nicht sicher, auf jeden Fall gibt es jetzt die Möglichkeit im Spiel, die Charaktere zusammenzubringen, also die Frauen und die Männer da. Und dann werden die Pärchen und dann können die auch ein Kind bekommen und das Kind kann man dann wiederum großziehen und dann später im Spiel benutzen. Das finde ich ziemlich cool. Jetzt gucken wir uns das Artbook an, was sehr cool gemacht ist mit Hardcover. Und da gucken wir jetzt mal rein und ihr seid dabei. Also erstmal zwei weiße Seiten. Fire Emblem, das duftet auch sehr gut. Also ich liebe ja diesen Duft von neuen Anleitungen und Artbooks. Und hier sind die Charaktere. Das ist dieser Prinz Crow. So. Frederik. Ich hoffe, man sieht alles. Ich glaube aber ja. Das ist das Bild, was auch die Anleitung hat. Also wenn ihr ein bisschen
Interesse hat an japanischen Rollen-Strategiespiele, sowas wie, ja, wie sowas, was gibt es denn noch außer Fire Emblem? Valor Hearts oder Langreiser oder Sakura Wars, dann solltet ihr euch das Spiel auch mal anschauen, weil es echt gut gemacht ist und es ist auch nicht mal so schwer wegen diesem neuen Modus, wo ich gerade eben gesagt, wenn eine Figur stirbt, dann ist die halt nicht tot, sondern im Feldlager. Aber richtige Fire Emblem-Fans spielen das natürlich auf den richtigen Modus. So, das war das Artbook. Nintendo nochmal. Ja, war jetzt ein kurzes Video. Nochmal vielen Dank an Nintendo und an Andreas. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich kann euch das Spiel nur empfehlen, weil ich habe mir schon Videos angeguckt und es ist einfach Fire Emblem, wie man es liebt. Und ja, mit deutschen Bildschirmtexten kann ich nur empfehlen, wenn euch das interessiert, guckt es euch mal an. Ich finde es also jetzt schon klasse. Ich liebe alle Teile von Fire Emblem. Und ja, ich würde mich über eure Kommentare und Bewertungen freuen. Das nächste Video wird entweder eine PS3 Collection oder ein Unboxing mit den Unpacking-Bär, aber das seht ihr ja dann. Und ja, ich wünsche noch einen schönen Tag und Wochenende. Ich sage es auf Wiedersehen. Danke fürs Zuschauen und macht's gut. Tschüss.